Servus, grüß euch und herzlich willkommen im Multiplayer-Projekt. Ja, in Obernklantal. Heute sind wir wieder unterwegs auf unserem Feld 11, glaube ich, war das? Idee. Wir tun da gerade einen Raps anbauen. Wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, ist es schon wenig Saatgut beim Raps. Und jetzt müsst ihr euch geben, jetzt haben wir 140 Grad und haben die Hälfte von, mehr wie die Hälfte vom Feld schon fertig. So ist es ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Jetzt haben wir auf den auch schon wieder fast 18 Stunden, oh man. Wir müssen jetzt dann noch den fahren wir tanken auf den Feldballer. Nach dem Feld fahren wir tanken, dann fahren wir reparieren und dann ist die Zeit auch schon wieder. Also wir haben immer was zum tun. Mich interessiert jetzt, ob der Fred eigentlich schon Fuß da mal was tut. Weil er redet immer, du Florian, gehen wir mal in Forst unterwegs. Mit der Seilwinden, jetzt haben wir Seilwinden entscheidend rückgewogen, weiß nicht, ob er es schon gekauft hat. So, ja, was heben wir sie eigentlich schon alles. Wie sollte man eigentlich einmal durch joinen oder schauen, was er, ob schon was ist. Aber ich weiß gar nicht, ob er am Server war in letzter Zeit. Puh, da ist viel und gerade, ha. Beim Herrn Kollegen Noah. So. Halleluja. Ist so gleich das. Jo. Irgendwie ist er eigentlich sehr wendig, unser Favorit. Also, ich habe momentan, das wisst ihr, ist ja alles noch nicht. Aber ich Projekt in Planung. Im Sinne mit anderen Spielern. Die werden auch geil. Wie sage ich das? Die nicht verpassen, Kanal abonnieren, unten ist natürlich der Link. Beziehungsweise der Button zu abonnieren ist alles kostenlos. Aber das neue Projekt, was wir jetzt da planen gerade, das ist. Das wird ein Zuckerschlecken, sage ich. Das wird richtig alpin. Richtig steil. Richtig klar. Und dann muss der Gaudi hoffentlich auch natürlich. Ein paar Leute haben wir da. Da fahren wir dann die Leute nur. Die was jetzt schon wissen, wo sie meinen. Nur werden einen kleinen Tipp geben, aber die was nicht wissen. Es geht wirklich auf uns frei, weil das ist Zuckerschlecken. Das ist ein Zuckerschlecken. Halber 6 wird schon wieder bis der Nasche. Die Zeit vergeht ja wie im Fluge, müsst ihr euch vorstellen. Schauen, das war jetzt schon wieder so ein Punkt, weil ich es gerade gesehen habe. Wenn sowas ist, dann spüre ich es ja okay noch. Aber also nur wenn du mit der Sammaschine fährst im Spiel. Ein Echtfahrer hat es wurscht, dass es anders aufkommt, wie das geht. Aber wenn ich da mit dem Tiefgraber fahre, hängt sie die Sammaschine hinten in die Luft, ja, und habe ich hinten eigentlich die Sammaschine in der Luft, aber den Tiefgraber im Boden. Und darum fahre ich persönlich näher mit der Kombination Tiefgraber Seemaschine, wenn es ein wirklich ein gerades Feld ist, auf Feld, welches Feld ist denn das da genommen? Das habe ich genommen, aber Feld 7 dort, das muss uns gehört. Das da habe ich dort habe ich das probiert, ist ziemlich gut gegangen. Ein bisschen ausbessern habe ich müssen, nicht viel, aber dafür bei Feld 6 da drüben, wo wir jetzt die Sonnenblumen gehabt haben, reine Katastrophe, ich sage euch das. Das war schlimm, ja. Jetzt machen wir es vor. Vorgewende oder Vieh, wie ihr es benennen wird, bleibt eh immer jeden selbst oder was. Ne? Warum ist der Radio schon wieder aus? Kruzifix. Ich ärgere mich wieder. Ich denke mir immer so, hey, ich komme eigentlich immer noch dann drauf, ja, wenn ich das Video schneiden tue, beziehungsweise rendern, dass die Bildrate konstant ist und dann ein Ding. Im Endeffekt steige ich auf das Rendern, glaube ich, sogar schlechter aus. Aber für die Gigabyte her, oder für die Megabyte her, sind es ein bisschen mehr, aber ich habe wirklich dann eine konstante Bitrate, dann mit 60 Frames. Und so habe ich dann vielleicht manchmal nur 59, 50 oder was kurzzeitig. Und so habe ich dann wirklich drauf 60 und das ist doch auch sehr schön.
Weil wenn ich ein YouTube-Video mache, wieder, wenn ich Video generell mache, will ich das haben, dass es in einer guten Qualität ist, dass die Qualität passt. Und ich will jetzt keinen Fusch machen. Ich könnte jetzt das gleiche Video statt 3 GB um 1 GB aufladen, ja. Und dann habt. Wo ist der Radio hin? Jetzt geht er. So, von der Dorf noch mal auf, kann ja sein, dass ein bisschen was daneben gegangen ist oder nicht. Fahren wir da noch mal auf in der Oge und dann. So schaut das dann auch wieder an. So ist das. Ja, mit Musik ist das glaube ich anders. Der Motorsound ist natürlich ein bisschen leiser. Aber das ist. Ich muss mal sagen, ich habe einfach eine gut gedämmte Kabine. Ja. So. Jetzt kann man sowieso sehen. Jetzt kann man alles sinken. So. Oder die ist eigentlich dann nicht genommen. Komisch. So, da la. Und der Friede Hauer ist gemacht, das ist ja alles im Vorsilo drinnen. Jetzt hätte ich extra, weißt du, ich bin nicht wirklich sozial. Jetzt hätte ich extra gefragt, gleich für 4 Spulen, Noah, willst du nicht der Großfeuer wegkommen? Na, ist mir wurscht. Na gut, wann, dass es einem wurscht ist oder was ist, ist mir auch egal. Aber ich finde es halt ein bisschen Ding, sage ich, okay, lass noch 2 Tage liegen oder was. Und ein Ding, und ich nehme halt was, da halt was anderes auf jeden Fall, wisst ihr? Ich finde mir immer Arbeit, das ist halt das, wenn man sagt, man findet immer Arbeit und man fährt fort. Wisst ihr, Rita, es ist ja schon wieder so ein Punkt, kaum mache ich die Pappen mal vor in eine Richtung. Da geht's, es geht's in aus, wir haben einen Vario. Alles. Ah, eine Bauerschicht haben wir. Naja, wo ich auf Bavaria wieder komme. Wo ich den Gang schalte, da rechts und dann sag ich, es ein Bavaria. Blödsinn, so. Da hat er schon Preis, aber da nicht, oder wie? Das ist ein Traktor. Schau. Schau, ein wildes Fend. Ja, aber das war ein cooles Bild. Falsche Tasten. So, 8.24 kommt die Bauerschaft in Gaia. Machen wir einfach einmal so ein Fotoshooting vom Bauern nehmen wir. Bin ich gespannt, können wir da drunter? Das finde ich auch. Jetzt haben wir eine Tankstelle. Da bin ich mit Traktor das letzte Mal fast gar nicht drunter gekommen. Nein, mit Metrisch war das, Entschuldigung. Also, da mache ich den Blödsinn einfach einmal. Einfach nur hecher, ja. Ich sage jetzt nicht bei welcher Map, dass ich das gemacht habe, wenn schon wirklich cool ist. Aber, dass man da ein bisschen was tun kann, hätten wir schon können. Okay, aber. So, jetzt haben wir wieder voll gedankt. Bis auf mich kann man die habe ich schon wieder verbrennt. So. Gibt es eine Abkürzung nicht dann? Okay, wir fahren eh schneller wie alle anderen. Also das ist ja eigentlich im Sinne eh wurscht. Aber da gibt es jetzt einen Weg auf. Also nicht da. Und im nächsten, jetzt haben wir da einen Raps abgebaut, das gefällt mir, jetzt haben wir wieder was angebaut. Da kommt mein Fuß, gehen wir. Sechs, die Rät vom Weg da ist er. Hehe. Edgy Bitch. Verkackt hat der Florian. Nein, da vorne ist eh noch einer. Da geht's rein.
geht's auf jetzt. So. Mit Schwung hopp. So, na ja, fast. Fast haben wir es geschafft. Ja, ja, ja. Wenn da wieder Viecher reinkommen, dekoppelt, das frage ich mich auch schon lang. Rechts fahren wir. Ja, so gut kenne ich mich da noch nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Aber müssen wir schauen, das Feld, das taugt mir persönlich überhaupt nicht. Da kann man Wiesen arbeiten, aber sonst kann es da nicht. Ich glaube, dass das auch noch so ein Deko, wie das ist. Also man kann ja nicht jedes Feld auf der Map kaufen. Finde ich zwar schade, wenn man schon so die Mühe macht, dass man alles einrahmt, aber vielleicht hat das auch einfach den Sinn wegen den Missionen. Ja. Das müsst ihr euch auch mal bedenken. Jedes Feld muss ja dann auch eine Funktion ausgestattet sein und so spart das ja die Menge, Menge Arbeit. Und funktioniert genauso. Dann kaufe ich die zwei, drei Felder nicht, ja. So ist das. Jetzt hätte ich einen neuen Mod. Ja. Habe ich gefunden. Ich bin ja nicht so ein Freund von Mod-Vorstellungen oder was. Ich bin's ehrlich. Mock sowas. Warte. 12 Tage, 18 Stunden wert. 50.000 Euro. 100 Ding. Da mal reparieren. So, fahren wir ein bisschen Viere. Unten schaut es schon fatal aus. Ach, 3 Tage, 3,5 Stunden. 75 Euro. Das war nie was gewesen. Dank hat auch schon 27 Prozent. Warum zieht der 5 hier 25 Euro ab, wenn ich 24 Euro gestanden ist? Er ist ein Gauner. Jetzt wieder sagen, er kommt zu dazwischen gehen, aber... Halleluja. So. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Pfiat, denk, habe dir, Servus.